Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Time Boxing. Heute mit Johann Peter Hartmann von Mayflower. Lustigerweise habe ich von Johann die Time Timer damals entdeckt. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass du jetzt auch mal bei der Founder Time Boxing mit dabei bist. Johann, eine Minute, das Wichtigste zu dir und Mayflower. Ja, genau. Wir machen Dinger mit Timeboxen drin. Wir sind eine Firma, die ist ganz schlimm agil, merkt man in allem, was man macht. Uns gibt es aber schon ganz lange, also wir haben gar nicht so angefangen. Uns gibt es seit 1997. Wir sind ein IT-Dienstleister, der Softwareentwicklung für alle möglichen Dinge macht. Das machen wir durch die Bank agil und deswegen gehören wir auch so ein bisschen in die Nähe von solchen Geräten definitiv. Ich freue mich aber hier mit dabei zu sein, weil ich habe nicht nur Mayflower mitgegründet, sondern auch die Sektion 1 Security-Dienstleister in Köln. Waren bei Swudo am Anfang mal ganz früh investiert, bei Makara wurde nachher Reddit Cloud und sind im Moment bei Glassnostic, einem ganz tollen Tool in Palo Alto für ein Problem, was die deutschen Firmen noch gar nicht haben, aber haben werden. Das da wäre? Verwaltung von Service Meshes, also ganz viele Microservices, ich komme nicht mehr klar. Gib mir ein Tool, damit ich wieder klarkomme. Das ist die Lösung. Okay. Und das kommt jetzt dann demnächst in Deutschland an, deiner Meinung nach? Nee, wir Deutschen, wir sind immer 3 Jahre hinterher. Okay. Also wenn was in Silicon Valley passiert, 3 Jahre, dann kommt es nach Deutschland. Deswegen, ich warte jetzt, dass sie da erfolgreich werden und in 3 Jahren kommt es dann bei uns. Okay, sehr gut. Sind top in der Zeit. Jetzt 5 Minuten, nicht wie klassisch über dein Startup, sondern was mich noch viel mehr interessieren würde, weil du erzählt hast, dass du viel mit Kunden zu tun hast. 5 Minuten, was denn deine Lessons learned waren bei deiner Arbeit mit den ganzen Startups? Was Startups besser machen können, sollten oder ja, für dich einfach zu einem spannenden Moment geführt hat? Ja, tatsächlich. Also wir haben ganz, ganz viel Einblick in Startups und wie die ticken und arbeiten auch völlig gerne mit ihnen zusammen, weil im Wald lernen wir immer was davon, wenn wir bei denen mit dabei sind. Es gibt aber so ein paar Dinge, das sind ja häufig Founder, die machen das neu und die müssen es auch erstmal alle lernen. Es gibt so ein paar Muster, die kommen hart. Also da gibt es keinen Weg drumherum, das müssen die einfach machen. Und man denkt immer, wenn man da reinkommt, okay, dann müssen wir da jetzt auch wieder durch. Mhm. Und da gibt es ein paar total spannende Dinge. Mein Lieblingsdilemma, was du in Startups hast, weil ich ein Techie bin von Haus aus, ist, dass die Startups immer durch die Technical Debt Hölle müssen. Und das liegt daran, dass die Startups, wenn du am Anfang, ich meine, brauche ich dir nicht zu erzählen, man hat keine Ahnung, ob der Business Case funktioniert, man hat keine Ahnung, was genau der Business Case ist, man weiß nicht, wie sieht die Kunden aus, wie sieht das Produkt aus, wie sieht der Markt aus, muss alles validieren und probiert rum. Und das ergibt, weil ich billig rumprobieren möchte, ganz furchtbaren Code. Die Leute, die am Anfang bei einem Startup mitarbeiten, die sind alle nicht zurechnungsfähig, weil die zurechnungsfähigen Leute, die arbeiten gar nicht schnell genug, dass man damit zurechtkommen könnte. Ja. Und das erzeugt dann eine Software, die ist ganz furchtbar. Und das geht in Ordnung, wenn man wie 90% aller Startups nach 3 Jahren den Stecker zieht und sagt, ja, hat halt doch nicht funktioniert. Wenn man aber aus Versehen, wie erfolgreich ist und das funktioniert, dann hat man das Dilemma und auf einmal muss ich nicht nur über ganz viele Nutzer, sondern ich muss auch über ganz viele Leute skalieren. Und da ist so schlimmer alter Code die Hölle. Mhm. Und ich denke mir, genau, ich hätte das nie tun sollen. Ja. Was hat mich damals geritten? Es geht gar keinen Weg drum herum. Ja. Ich muss den furchtbaren Code machen, damit ich überhaupt meinen Business Case validiert bekomme. Und deswegen ist es immer total schwer, einen Ratschlag zu machen. Macht sauberen Code, ja, macht das, weil das lohnt sich nicht. Ja, auf der anderen Seite am Ende hättest du es getan haben sollen. Und mein Ratschlag immer an die Startups ist, habt das klar. Ja, egal, was für crappy Code ihr produziert, ihr müsst wissen, wie groß sind eure Schulden. Ihr müsst wissen, wie viel ist der Debt, den wir drin haben. Spätestens in der Tech-DD kommt das eh wieder nach oben. Ja, ja. Dann muss ich es klar haben. Und ich komme da nicht drum herum. Ich muss da Mist machen in der Mitte, aber ich muss das tatsächlich wissen, wie groß das Ausmaß am Mist ist, was ich produziert habe. Wir haben noch genügend Zeit für mindestens ein zweites Lesson. Ja, genau. Das mache ich dann auch. Ich habe gerade gesagt, hier Timebox und agil und solche Dinge mögen wir total gerne. wir sind Agil-Nazis und wir machen das seit 2005 und seit etwa 2012 auch gut. Mhm. Ja, wir haben auch diesen Honeymoon gehabt mit agil, dass man denkt, oh, alles ist jetzt besser, es ist alles da. Nach einem halben Jahr feierst du dich ab, dass du die Einführung hinbekommen hast. Nach einem Jahr denkst du, ja, jetzt können wir nicht zum nächsten Level gehen. Und nach 3 Jahren merkst du, okay, jetzt beginnen wir so langsam zu verstehen, was wir da tun. Ja. Also du kennst das auch. Kenn ich zu 100%. Man fühlt es an, denkt so, oh wow, es ist ja am Anfang erstmal okay, es ist krass. Dann nach so, wie du sagst, 3 bis 4 Monaten denkt man, okay, jetzt sind wir schon irgendwie ganz gut agil, aber
dann merkt man erst über die Monate oder Jahre, wie viel Agilität eigentlich an Veränderung bedeutet. Ja, genau. Und ja. Wie du gleichzeitig irgendwie mehr Leute hast, mehr Distanz, aber gleichzeitig alles transparenter und in Bewegung in Bewegung bleiben will. Und du musst dafür Dinge tun. Ja. Ja? Du musst dein Produktdesign umstellen, du musst deine Operations umstellen, du musst in die Cloud gehen, um überhaupt so schnell zu agieren, wie dein Business auf einmal arbeiten will. Du musst deinen Führungsstil ändern. Ich würde sagen, vor allem dein eigenes Verhalten, dein Mindset, ja. Dein Führungsstil. Dein Leadership ist, glaube ich, so war für mich das erstmal Entscheidendste, was irgendwann dann mit der Zeit klar wurde, dass das so nicht mehr geht, wie ich es vorher gemacht habe. Das ist übrigens auch total spannend. Muss ich mal, darauf eingehen, weil alles, was die Consultants erzählen, ist gelogen. Mhm. Weil die kennen ja aber die Lösung. Okay, ja. Ja, und ich darf das erzählen, ich bin selber Consultant für solche Dinge, halt da Vorträge drüber und ähnliches. Und es gibt so über Agil, du musst Servant Leadership machen. Ja? Wenn die ein Problem haben, dann musst du das Problem lösen. Und das ist jetzt deine Kernarbeit. Das kann aber sein, dass die ein Problem haben und trotzdem nicht klarkommen. Und du hilfst ihnen überhaupt nicht mit Servant Leadership. Und du müsstest eigentlich hingehen und irgendwie autoritär mal die Struktur schaffen, damit die überhaupt agil arbeiten können. Dann sagen sie, nee, du musst transformational arbeiten. Du musst dafür Sorge tragen, dass sich das Unternehmen bewegt. Du musst Coaching Leadership machen. Du musst Stewardship machen und ihnen Dinge bereitstellen, wie sie Dinge haben wollen. Und das sind alles Ratschläge, die da steckt schon was Wahres drin und es gibt Situationen, da ist das gut, aber es gibt da kein Manual für. Ja, das funktioniert einfach auch nicht so, sondern faktisch haben deine Kollegen keine Ahnung, du hast keine Ahnung und am wenigsten Abends haben die Coaches, weil die sind am weitesten weg. Ja, und dann musst du erst mit Schmerzen gemeinsam herausfinden, was für euch funktioniert. Ja, ja das ist echt spannend. Da habe ich auch so viel beigelernt. Die ersten Male, wo ich gedacht habe, jetzt machst du alles richtig. Ich habe damals ganz viele Vorträge darüber gehalten, wie man es richtig macht. Und dann das erste Mal Bodenkontakt, echtes Nutzerfeedback, sage ich auch schon, zu viel mit dem Internet zu tun. Echtes Feedback von den Kollegen, ungefiltert, irgendwie anonym, war eine Katastrophe für mich. Habe ich viel gelernt. Super spannende Lessons learned, kann ich nur nicken und ja, habe ich auch schmerzlich lernen müssen. 2 Minuten für deinen größten Wow-Moment. Ja, der größte Wow-Moment war eigentlich genau in Folge darauf, dass ich dieses Feedback der Kollegen gehabt habe. Da gab es nämlich eine Umstellung. Mhm. Wenn man Founder ist, du startest immer damit, dass du alles unter Kontrolle hast. Mhm. Und nicht, weil du ein Control-Freak bist, sondern weil es dein Baby ist. Ja. Ja, du steckst da bis 2 Meter tief mit Haut und Knochen drin und das bist du. Mhm. Ja, da geht nichts an dir vorbei. Und dann hast du diesen, kannst du nicht mehr überall dabei sein und plötzlich musst du dich auf ganz viele Leute verlassen und du lernst ganz viel über dich, du lernst ganz viel über andere und der größte Wow-Moment ist, wenn du den ersten Kontakt hast, dass du merkst, dass du auf den Schultern von den Leuten stehst, dass sie dich tragen, dass du dich tragen lassen kannst. Also ich bin Techie, ja, wir tendieren nicht dazu, sozial zu arbeiten, sondern wir wollen mathematische Probleme, die man mathematisch lösen kann. Ja. Und in dem Moment, wo du lernst, ich kann mich von den Leuten tragen lassen, wo du herausfindest, welche Dinge da funktionieren, das macht Spaß. Ja. Und das ist der Moment, wo du echt denkst, ja, ist doch ganz geil, so mit Leuten zu arbeiten und nicht nur mit Rechnern. Aber erstmal schwer, dieses Thema loslassen oder abzugeben und mal zu gucken, nicht es so zu machen, wie man es selber meint, sondern einfach auch mal anhören, zuhören, was denn Leute aus dem Team an Ideen das haben. Das ist ja auch ein Lottospiel. Dieses Vertrauen ist ein Lottospiel. Du hast keine Ahnung, ob du gewinnst. Du weißt, ich habe alles eingesetzt und du hast keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja. Aber wie du sagst, wenn man es dann einfach merkt und sieht, was da für Ideen entstehen und wie das dann auch mit der Zeit immer noch besser, immer noch runder wird. Super schönes Erlebnis. Ja. Ja, ja. Ja, wenn die deine Probleme zu lösen beginnen, bevor du überhaupt festgestellt hast, dass du das Problem hast. Ja, genau. Ja, ja. Dann wird's geil. Ja. Ja, genau. Johann, top in der Zeit. Man merkt, du bist ein alter Timeboxing-Profi. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentiert, liked, teilt das Video gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt auch in den Kommentaren einfach kurz an Johann. Johann wird sicherlich jede Frage beantworten. Ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald. Macht's gut. Ciao.